Hast du eine schöne Wanderung ausgesucht hier, ja? Sieht schon spektakulär aus, die Natur da. Hier so ein dröhiges Ding. Und da geht es aber auch ein bisschen tiefer runter. Hier werden wir nicht abschmieren. Auf jeden Fall nicht. Hallo Freunde, ich bin Rico. Und willkommen auf unserem Kanal. Willkommen zurück. Heute zeige ich euch wieder eine geile Wanderung und nehme euch direkt mit. Lasst nicht lange quatschen. Rein. Da haben wir unseren Franzosen hingestellt. Guckt euch mal an, wie schön der glänzt. Den habe ich frisch poliert. Meine Frau, wunderschön wie immer. Und da, das Meer, da vorne geht die Levada los. Da marschieren wir jetzt hin. Heute ist richtig geiles Wetter. Ich schätze 29 Grad. Wunderschön. Ja, guck dir mal die schönen Pflanzen an hier wieder. Guck mal, da hängt die Mütze. Du. Hat mir der Baum die Mütze abgenommen. Sachen gibt's da. Überall liegen hier so eine kleine, ja, Tretminen, sag ich mal, so von Kuhscheiße. Riecht auch ein bisschen so. Einfach Natur pur. Man sieht hier überall so eben Kühe rumlaufen. Wollen wir hoffen, dass sich keiner uns in den Weg stellt. Meine Frau ist da ein bisschen ängstlich immer. Ne? Ja. Uhren sind natürlich auch wieder dabei. Alles angeschmissen. Schauen wir mal nachher, was bei rauskommt wieder. Wow. Also ich muss schon mal sagen, die ersten Eindrücke sind mal ganz, ganz geil. Wirklich. Das wird, glaube ich, eine sehr schöne Wanderung hier. Wir sind auch das erste Mal hier. Aber der erste Eindruck, flasht mich voll weg. Bebele, aber das ist auch ein bisschen gefährlich vielleicht, wa? Ja. Naja, gehen wir langsam vorbei. Guck mal, die haben so eine Treppe gebaut mit einem Zaun, dass die Kühe nicht abhauen können. Auch intelligent, wa? Schön gemacht. So, jetzt sind wir an den kleinen Abzweig angekommen. Jetzt können wir wieder da lang gehen, was wir auch gleich machen. Der Levada oder folgen. Oder zweiter bisschen. Da. Da hoch. Und da gehen wir jetzt hoch, um euch die Aussicht zu zeigen. Aber bitte, liken und abonnieren. Weil das sind ein paar Meter wieder, die wir extra laufen. Wir sind oben. Da hinten sieht man mal den Steinbruch, wo wir unsere Steine geholt haben. Wer das nicht verpassen will, guckt das Video vom Mittwoch. Gartenvlog. Und? Wir sind da hoch. Ist das schön hier oben. Schöne Aussicht. Ich habe heute mal Sonnenbrille auf. Erstens, weil es blendet. Und zweitens, weil jeder aus dem Urlaub diese geilen weißen Streifen an der Seite kennt. Die will ich mir einholen heute. Das sind die sogenannten Bikini-Streifen im Gesicht. Da gibt es unzählige Levadas, die man laufen kann. Und überall ist mal ein Abzweig, wo man, ja, sag ich mal, neue Wege erkunden kann. Wir sind ja hier in den Bergen, auch verschiedene Höhenmeter kann man überwinden und so weiter. Und das ist eigentlich, ja, spektakulär. Es ist einfach geil, hier lang zu marschieren. Weil man kann hier 10-mal lang wandern und 10-mal läuft man eine andere Route. Und das ist eben das Spezielle da. Warum auch viele nach Fanal gehen und ja, wandern. Ganz einfach. Wow, hier geht's auch tief runter. Ich drehe mal um. Sieht schon spektakulär aus, die Natur da. Hier so ein dröhiges Ding. Und da geht es aber auch ein bisschen tiefer runter. Hier werden wir nicht abschmieren. Auf jeden Fall nicht.
Feierin, ich bock hier. Das passiert. Geil. Das ist bitter nötig hier bei 30 Grad hier, wa? Heute ist sehr heiße, Leute, sehr, sehr heiße. So eine geile Aussicht hier. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Das ist Wahnsinn. Ja, wir laufen jetzt ungefähr schon 3,5 Kilometer, sind gut unterwegs hier und das macht einfach Spaß. Die Blütenpracht hier überall, die Aussicht, das Wasser, die Temperaturen, die Wasserfälle, um sich kurz abzukühlen. Traumhaft, Leute. Steilen Treppen. Auf jeden Fall, die Levada würde ich einschätzen, auf jeden Fall für Wandererfahrene, die es schon mal gemacht haben, weil der Planet Sonne knallt ja voll auf den Dötz. Und man muss genügend Wasser trinken dabei. Ja, man muss einfach ein bisschen auf sich aufpassen hier. Eincremen und so weiter und so fort. Ist das geil. Unbeschreibliche Worten. Ja, was soll ich sagen, Leute? Man fühlt sich hier wie ein junger Gott. Hä? Ist das geil hier. Guckt euch mal das an hier. Ich schwenke mal eine Runde rum, 360 Grad. Dass ihr euch überhaupt eine kleine Vorstellung machen könnt, wie schön das hier eigentlich ist. Schau, Leute. Heute ist so heiß. Schön, ne? Muss ein bisschen frische Saft machen. Aua! Er macht mich auch total nass. Aber kein Problem. So, Freunde, an diesem wunderschönen Wasserfall beenden wir heute unsere Wanderung. Jetzt schön abgeduscht vom Wasserfall. Vielleicht hört man den auch im Hintergrund. Wir haben jetzt ganz genau 4,8 Kilometer. Am Auto zeige ich euch noch mal kurz die Zusammenfassung, blende die ein. Ich danke euch wieder fürs Einschalten. Lasst ein Like da, haut was in die Kommentare. Ihr kennt den Ablauf. Und vielen, vielen Dank. Und Mittwoch gibt es wieder Gartenshow. Samstag wieder in der Nevada, wie immer. Bleibt mit uns. Bis nächste Abenteuer. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.